Moin moin und herzlich willkommen. Ich wollte euch heute ein kurzes Video dazu machen, weil ich die Frage ein paar Mal in den Kommentaren gelesen habe und offensichtlich das Wissen dazu nicht da ist. Die Frage war immer mal wieder, wie skillst du folgende Schiffe, wie skillst du die Kapitäne, welche Kapitäne benutzt du? Da wollte ich euch mal eine Liste zeigen, die es zu World of Warships gibt. Und zwar gibt es eine Liste über die Kapitäne-Builds und die Module. Überarbeitet und bereitgestellt werden die durch unsere Content-Contributor hier einmal aufgeführt. Wenn ihr diese nicht kennen solltet, dann lasst euch gesagt sein, dass es sich dabei um sehr erfahrene, sehr gute Spieler handelt, die auch ausreichend Ressourcen haben, um einfach mal die Kapitäne neu zu skillen, um da verschiedene Sachen auszuprobieren. Das heißt, die Tipps, die hier gegeben werden, sind definitiv durchdacht. Die Änderungen, wie ihr mal sehen könnt, letzte am 14.03. Heute nehme ich das Video am 22.03. auf. Das ist also gerade mal knapp eine Woche her. Das heißt auch, wie ihr hier in den Changelogs sehen könnt, die Liste wird ständig überarbeitet und immer wenn es Buffs oder Nerfs gibt, dann wird diese Liste eventuell einmal angepasst und überarbeitet. Hier einmal eine Abkürzung, falls ihr nicht wisst, was beispielsweise ein IFHE ist. Das würde da alles stehen. Und wir schauen es einfach mal an. Die sagen euch nicht nur, was ihr skillen sollt, hier mit der Harugumo, sondern die sagen euch die Reihenfolge auch ein. Also erst das, dann das, dann das. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sagen euch die Reihenfolge, geben hier nochmal einen Kommentar drunter ab, um euch dann wirklich das Beste für diese Schiffe rauszuholen. Und hier werden natürlich auch die Module angezeigt, die ihr auf diesen Schiffen dann am besten verwenden solltet. Wenn ihr jetzt hier ein spezielles Schiff suchen solltet, ich habe einfach mal die Tippets ein, mit STGF öffnet ihr das Fenster. Dann landen wir hier bei der Hannover und hier steht auch drunter Applies to Nassau, König Albert. Also hier sind die Schiffe alle aufgeführt, für diesen Bild diese Schiffe sich eignen. Und da ist auch wieder die Reihenfolge mit angegeben und da wird auch einfach mal ein Kommentar drunter gemacht. Hier steht ja auch drunter, dass beispielsweise dieser Skillbaum hier einfacher ist, wenn nicht sogar stärker als der Secondary Build. Das heißt, dieser Bild ist der, empfohlen wird für diese ganzen Schiffe. Aber da steht auch noch mal ein weiterer Kommentar drunter, wenn man halt auf Secondary spielen möchte, was man ja auch machen kann. Es ist halt etwas schwieriger. But don't say I didn't warn you ist der Kommentar noch mal drunter. Da haben wir natürlich auch noch mal den Secondary Build darunter einmal aufgeführt, wenn ihr die denn auf Secondary dann spielen wollt. Innerhalb dieser Empfehlungen sind auch die Kapitäne mit empfohlen. Also die gehen davon aus, dass ihr alle Zehner und alle Kapitäne habt und versuchen euch die Kapitäne entsprechend auf diesen Schiffen zu priorisieren. Zu sagen, auf welchen die Kapitäne, gerade die Spezialkapitäne, die größte Wirkung haben und auf welchen Schiffen die empfehlenswert sind. Wenn ihr noch nicht so viele Kapitäne habt, dann ist das nicht ganz so dramatisch für euch. Dann könnt ihr die erstmal dort verwenden, wo ihr die Schiffe von habt. Wenn ihr aber irgendwann mal dann ausreichend Kapitäne haben solltet, dann wüsstet ihr hier auch, auf welchen Schiffen ihr die am besten priorisiert. Innerhalb dieser Liste sind nicht nur die ganzen BBs aufgeführt, sondern auch, wenn die U-Boote beispielsweise unbeliebter sind, findet ihr einfach mal Gato, gebe ich einfach mal ein, findet ihr auch Builds für die Gato oder hier auch für die Thrasher. Ja, oder hier sind andere Premium-Schiffe. Also hier ist in dieser Liste sind alles drin, was ihr braucht. Und mit dieser Liste solltet ihr eigentlich ganz leicht in der Lage sein, jetzt alle eure Schiffe ab T6 bis T11, ja, es ist auch T11 in dieser Liste mit drin, hatten wir eben mit der Hannover, auch Flugzeugträger ist alles mit drin, wie ihr die am besten skillt, von unseren Content-Contributern zur Verfügung gestellt. Und wie ihr hier oben momentan auch oben sehen könnt, da sind ja gerade auch knapp 50 Leute dabei, die auf diese Liste gerade zugreifen und sich die anschauen. Also das ist ein offenes Geheimnis, dass es diese Liste gibt. Anscheinend kennt nicht jede diese Liste, aber jetzt kennt ihr sie ja auch. Und ihr könnt die natürlich auch verbreiten. Das ist ja eine Liste, die in der Community zur Verfügung steht. Und damit sollte es euch jetzt wirklich leicht fallen, dann auch die Kapitäne entsprechend gut und am besten zu skillen. Ja, deswegen nur ein ganz kleines Video. Das ist nicht mein Content gewesen. Es ist ja von unseren Content-Contributern einmal bereitgestellt worden. Da steckt definitiv sehr, sehr viel Arbeit drin. Auch sehr viel Überarbeitungsarbeit. Da geht es einmal an diese Content-Contributor raus. Ich weise euch nur einmal darauf hin, dass es diese Liste gibt. Ich selber habe dort aber nicht mitgearbeitet, orientiere mich aber selber gerne an dieser Liste. Gerade wenn man ein neues Schiff bekommt und dieses Schiff halt noch nicht kennt, noch nicht gefahren hat, dann möchte man vielleicht wissen, ob sich auf diesem Schiff ein Secondary Build lohnt oder ob eventuell ein anderer Build vielleicht zu bevorzugen ist. Daher kann man sich dort sehr gut dran orientieren und das könnt ihr jetzt auch. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Gefechten und vielleicht bis zum nächsten Mal.
watching me.